Necro City ist ein Aufbaustrategiespiel aus dem Hause Game Paric bzw. Shift Games und die arbeiten mit Playway zusammen und das ist eigentlich eine ganz gute Sache, denn Playway fördert sehr, sehr viel Kleinkram, kleine Entwickler, die sich jetzt endlich mal ein bisschen ausprobieren wollen. Gut, was haben wir? Wie gesagt, Aufbaustrategie. Es geht darum, das Ziggurat in der Mitte zu schützen. Dazu haben wir verschiedene Fallen und Gebäude, mit denen wir Einheiten bauen können und Türme zur Verfügung, die wir letztendlich um dieser Ziggurat herumbauen. Und dann kommen aus verschiedenen Richtungen entsprechend Gegner und wir müssen halt das Hauptgebäude schützen. Dabei geht es natürlich auch darum, eine kleine Economy aufzubauen, die tatsächlich auch Warenketten hat. Ganz anders als das aktuelle Siedler gibt es hier nämlich schon mehr Waren. Das ist, ich weiß auch nicht, was da los ist. Wir haben auf jeden Fall die Knochen. Die Knochen können verarbeitet werden zu Knochenplanken. Das ist scheinbar unser Holz, wenn man so möchte. Es gibt einen Ruinenhaufen, aus dem wir Nekrosteine gewinnen können. Dann gibt es Nekroenergie, denn das ist im Endeffekt ein Generatorgebäude und jedes andere Gebäude, was irgendwelche Dinge tun muss, braucht halt ein Generatorgebäude. Wir brauchen natürlich Wohnbaracken bzw. Friedhöfe, wo dann unsere kleinen Ghule spawnen bzw. Geister. Und alles in allem macht das Ganze grafisch einen fantastischen Einblick. Spielerisch, gameplay-technisch bin ich aber allerdings noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Einerseits ist es manchmal sehr, sehr hakelig, was das Platzieren von Gebäuden angeht. Andererseits natürlich auch die Steuerung von Einheiten ist ein bisschen weird. Es gibt keine wirklichen Gruppierungen. Das heißt, ich kann nicht einfach Steuerung 1 drücken, um halt eine Gruppe zusammenzufassen, die ich dann irgendwie vernünftig rumbuxieren kann. Und tatsächlich wird einem am Anfang des Spiels gesagt, es ist immer sinnvoll, die Karte zu erkunden. Wenn ich dann aber die Karte erkundet habe, dann sind da irgendwie drei Kisten drauf, wo dann irgendwie 10 Schwerter drin sind, um halt 10 Skelettkämpfer zu machen. Und ganz ehrlich, in der Zeit, wo ich diese 3 Kisten gesucht habe, habe ich halt auch einfach eine Schmiede gebaut, die mir 3 Skelettschwertkämpfer-Ausrüstungen herstellt. Finde ich ein bisschen witzlos. Ne? Fairerweise, man muss sagen, es ist ein Early Access. 19,99 € soll das Ganze im Early Access kosten. 29,99 € dann tatsächlich für die Vollversion. Und es gibt wohl auch einen Prolog, den man kostenlos spielen kann. So, jetzt gehen wir davon aus, ne, das kommt jetzt natürlich in den Early Access, das heißt, ihr könnt es natürlich schon mal antesten und so weiter und so fort, das Ganze wird noch performanter und so weiter und so fort. Müsst ihr natürlich selber entscheiden, ob ihr da jetzt reincashen wollt oder ob ihr vielleicht erstmal den Prolog spielt, ob euch das überhaupt zusagt. Grafisch absolut genial, vertont sind die Cutscenes sind auch nett gemacht, das In-Game-Dialog war bei mir noch nicht vertont, das heißt, ich hatte einfach so 2 Porträts, die miteinander geredet haben, ohne dass irgendwelche Soundeffekte oder letztendlich Voice-Lines da waren. Aber gut, ne? Muss man auch vielleicht nicht unbedingt haben. Gut, ich würde sagen, an der Stelle habe ich euch schon mal einen ganz guten Einblick verschafft. Falls ihr weitere Fragen habt, gerne damit in die Kommentare. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Einschalten und würde sagen, wir sehen uns nächsten Mittwoch zu einer weiteren Review wieder. Oder vielleicht sehen wir uns dazwischen auch noch in einem Livestream. Bis dahin, macht's gut und haut rein.